Ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Empyreon mit den 5 nach 5. Der Koya ist dabei. Moin. Der Hippo. Hallo. Dann haben wir den Xa am Start. Moin. Und den Coach Carter. Hallo. Die Jungs, die treiben sich noch sonst wo rum und ich versuche gerade zurück zur Basis zu kommen. Aber ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Also. Ja, das ist gut. Ja, finde ich auch. Aber mach dir doch einfach. Hast eine Karte. Warte mal, Sekunde. Ich muss mal absteigen kurz. Ich sehe gerade, ich habe einen Giftbiss. Oh, jetzt hänge ich unterm Sofa. Könntest du mal kurz... Nee, jetzt bin ich auf dem Sofa. Ach, Mann, was ist denn hier los? Egal, ich muss mal ganz kurz hier mir eine Pille einschmeißen. Hol dir mal eine rein. Ah, ich sehe was. 360 Meter. Du musst was sein. Wirft sich die Pille ein. Ja, nur mit Pille. So. Oha. Das war Schmerz. Können wir? Nee, ja, ich finde meinen Sitz noch nicht. Da sind 4. Ja, er will nicht. F. Ach, das schon wieder. Jetzt geht's. Bei dem linken konnte ich einsteigen. So. Juhu. Ja, wir suchen immer noch Silizium. Wir können auch beim Mining Hub vorbeischauen, aber wahrscheinlich war der Couch schon, ne? Hast du einen Helm auf? Nein, noch nicht, aber jetzt hoffe ich. Nee, warte mal. Weiß nicht. Wie sehe ich denn das? Links unten. Dann wohl nicht. Könntest du wieder runter? Ach doch, ja, doch, hab ich. Links unten, wenn dieses Symbol da. Ja. Okay, ja, dann komm, dann flieg mal zum Mond. Hä? Komm, ich fang dir den Mond. Alter, ich hätte einen Hippo nicht. Das ist aber schon geil. So! Das fliegt ja aber nicht ohne mich zum Mond. Space Sofa. Yeah! Geil! Warte mal, ich muss das mal wieder richtig rumdrehen. So. Oh, ah ja, geil! Ey! Ja! Nice! Ey! Nice! Sinde, wenn du das sehen könntest, das wäre richtig schön. Schade, dass du nicht dabei bist. Das sieht ja richtig geil aus. Akua. Das ist Akua mit einem Meteoritengürtel außenrum. Könnte man die abbauen? Ja, manche davon kann man abbauen. Cool. Sind da. Sollen wir mal auf einem landen? Komm, wir landen mal auf einem. Sind da andere Ressourcen? Ja, ne? Ja, du, ich weiß ja, wie. Ich sehe in 1,22 Kilometer ein Popsofa rumfliegen. Ich will auch mit. Ach, du wolltest pflanzen. Da kommt der Coach, da ist er an einem Kobalt-Asteroid. Das gibt's nicht, oder? Das ist der Gott. Hippo? Schießen könnte würdig. Ja. Mir ist zu kalt. Dir ist kalt? Ach. Ja. Und dann zieh dir was Warmes an, ne, Kind? Das ist ein Ding. Ja. Ist eigenartig, dass hier im All so kalt ist. Mhm. Ich habe auch keinen Sauerstoff dabei, ne? Also so, doch eine O2-Flasche. Ne? Eine O2-Flasche. Ja. Das ist das Werbegeschenk. Habe ich auf der Gamescom bekommen, die O2-Flasche. O2-Flasche. Hier. Na gut, dann kommen wir wieder zurück. Ja. Jetzt hast du es mal gesehen. Ich habe es mal gesehen und wir werden mal eh nochmal, weißt du, muss Sinde ja auch nochmal mit. Genau. Ja. Ihr könnt zum Mining Hub fliegen, da gibt es diese. Wo ist das jetzt gerade hier? Diese Pakete, die du dir hier in deine Anzüge stecken kannst. Und da brauchst du diesen Kälteschutz. Dann brauchst du auch nicht unbedingt diesen. Der EVA-Booster reicht schon. Der reicht aber nicht, wenn du hier draußen irgendwie ohne Kuppel und sowas rumarbeitest. Ja, das können wir doch bauen. Glaskuppel. Könntest du schneller landen? Ich verliere gerade pro Sekunde 20 Leben. Stell dich schon mal auf Sterben ein. Bist du heute schon wieder. Nein, es wird doch schon wärmer. Ich hab noch 52 Leben, noch 27. Es wird doch wärmer, noch 2, es wird doch wärmer, es wird wärmer. Noch 0. Es wird wärmer. So. Ja. Und damit liegt mein Inventar auf dem Boden des Sees. Das ist super von dir, Hippo. Viel Spaß beim Angeln. Der ging nicht. Ja, aber ausgerechnet über dem Meer. Das ist Kack-Sofa. So. Jetzt bin ich dann doch froh, dass ich zu Hause geblieben bin. Ja, ne? Aber war schön Sinn, ne? Ja, schön zu sterben. Ja. Das ist ja auch der EVA-Booster. Der hat ja einen Kälteschutz von 190. Ja, genau. Den habe ich ja schon drin. Ja, aber das Kuh ja nicht. Ja, das sehe ich. Darum sitzt er jetzt aus seinem Rucksack da. Ich bin bei der nächsten Medizinstation gespawnt. Ich dachte, das wäre bei uns. Nö, das dann bist du bei der TS Aqua. Oh, das Sofa wird beschossen! Nein!
Rettet das Popsofa! Ja, bewerf ihn mit Sitzkissen. Bitte. Oder blende ihn mit den... was ist das denn? Mit dem Bezug meine ich. Mit den Blümchen. Ja, ja, ich flieg ja schon weg. Wo, an welcher Station stehst du jetzt? Bei dieser TS Aqua muss der sein. Ich bin, wenn du zum Mining Hub fliegst, dann links davon, so schräg links. Ja, ich flieg zur Aqua. Südlich vom Mining Hub. Ja. So sieht's aus. So Süd. Ich muss erstmal zu unserer Basis, dass die eben kurz die Drohnen zerstört, die mir auf dem Weg sind. Also wenn du zur Mining Hub fliegst, dann siehst du das. Wo geht's denn aus diesem Puff hier raus? Mann! Ich würde sagen, bei der Tür. Bei der Tür, ne? Bei der Tür. Hier sind noch 500 Türen. Cool, ja, bei solchen Sachen spawnst du nächstes Mal einfach in der Nähe. Ja, da bin ich im Wasser gelandet. Da hätte ich gesagt, dann sterbe ich, weißt du? Da dachte ich mir. Hast du einen Helm auf und hast ja Sauerstoff. Alles gut. Ja. Jeglicher Hinsicht einen Helm auf. Was ist los? Ich schieß mich hier gleich. Also ich habe ja keine Waffe. Finde den Pferd. Oh, ich bin draußen. Oh. Ich laufe mal so grob in Richtung unserer Basis. Vielleicht hilft das. Oh, Xar, musst du mich so erschrecken? Ich habe gerade gedacht, was ist das für ein Alien, was uns unsere Hütte überfällt? Ja. So schlimm sehe ich aber nun auch wieder nicht aus. Hippo? Ja. Hier ist ein Promethium-Lager in der Nähe. 300 Meter. Da laufe ich hin. Okay. Ich bin auf der Karte. Ich warte nur darauf, dass die Drohnen hier endlich mal auftauchen. Wie, du bist noch nicht auf dem Weg zu mir? Xa? Du bist nur 2,6 Kilometer von mir weg. Der Flugzeit Kannst ist jetzt nicht du... so lang. Der Flugzeit? Ja, wahrscheinlich geht dir nur unterwegs der Sprit aus. Könntest der du hier Sprit? Rechts und links daneben Sprit? Einen Block wieder wegtun? Man kann Sprit mehr. Weil ich wollte noch 2 von denen bauen. Denn hier Loot in der Station, wo ich bin? Ja, kannst du gucken, eigentlich jetzt in dieser TS-Station ist nicht viel. Lohnt nicht, aber kannst mal gucken. Wir finden sowas zu essen. Ja, stimmt, in der Akku ist echt blöd. Das ist recht übersichtlich da. Warum spawnt man dann hier? Du kannst auf dieser, wenn du jetzt so einen Server hast mit mehreren Leuten drauf, dann kannst du da Handel treiben zum Beispiel. Dann kannst du da Sachen einstellen, die du verkaufen willst. Oder kannst du halt auch Sachen kaufen. Okay, ist also mehr so ein Auktionshaus. Ja, hier sind noch keine Container, die ich jetzt irgendwie sehen würde, wo man was öffnen kann. Ich kann ein paar Aliens abschießen. Ich weiß nicht, ob die zurückschießen. Mach ich lieber nicht. Oh, ich bin da. Bei dem Promethium-Lager oder bei der... Nee, bei der Aqua. Ich lande da auf dem Landepad. Ich versuch's zumindest. Oder ich flieg drüber weg. Du kannst auch genau runterkommen, da bin ich nämlich. So. Vorsicht, Dino. Böser Dino? Nee, jetzt, da, ja, so, ja, nein, fast, ja, Moment, fast, also, Sekunde, du, ja, so. Nein, sitzt du nicht. Sitze. Glaube ich. So, in welchem See lag denn jetzt dein Rucksack wohl? Sehe ich das auf der Map? Noch angezeigt werden, oder? Also auf der Map weiß ich jetzt nicht, aber... Backpack müsste dir auch angezeigt werden. Ja, ich weiß auch nicht, ob die das was hier... Ich glaube, ich flieg mal da vorne hin. Der müsste das eigentlich sein hier. Ich glaube, war das das Große? Dir müsste es angezeigt werden. Backpack, Kuya, so und so viel Meter entfernt. Nee, muss ich leider passen. Habe ich nirgendwo stehen. Das ist jetzt eher doof. Ich hab noch ein gebrochenes Bein, das kann ich nur anbieten, aber sonst... Oh! Wie, du hast noch ein gebrochenes Bein? Ich bin gespawnt und hab ein gebrochenes Bein gehabt. Du bist an der Medizinstation gespawnt. Was ist da schiefgelaufen? Ich hab mich halt der falsch zusammengeflickt. Oh, der Mond geht aber ab. Halt direkt aus dem Bett gefallen. Ich sehe es auch auf der Karte jetzt nicht irgendwie. Also wenn ich M drücke, müsste es ja eigentlich aussehen. Das hätte auch eigentlich der See hier sein müssen. Ja, dann bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das der See ist. Oh Gott, ich meine... Oh, Baum! Ich guck einfach nicht. Ich bin in der Map noch. Ja, also dann würde ich sagen, ist mein Loot wohl weg. Ja. Ach, ich glaube, ich weiß auch, woran das liegt. Kann das sein, dass wir uns einen ACS runtergeschossen haben? Was? Ja, durchaus möglich. Ja, weil ein ACS... Oben war doch immer eins drauf. Das ist nicht mehr da. Da, Rucksack! Was, Rucksack? Ach, da, Rucksack! Siehst du? Sag ich doch. Das wurde mir aber auf der Karte nicht angezeigt.
Das ist auch komischerweise, steht auch nur Rucksack dran. Normalerweise steht der immer Backpack of Koya oder so. Lande mal noch mehr. Ah, das ist ja noch schönes. Mehr landen. Noch ja, mehr noch mehr landen. Noch mehr. Lande noch mehr. Ne, warte, ich wurde da mal ein Loch, da kann ich noch mehr landen. Sind wir schon tief genug? Ich sehe das gar nicht richtig. Wasser wird schon aufgewirbelt, müsste passen. Wir sind aufgetaucht. Noch mehr auftauchen! Auftauchen! Mehr! Ehrlich. Es ist so schön mit euch. Das sieht auch gut aus, wenn da mal ab und zu so ein Koi aus dem Wasser raus und wieder rein. Raus, ja, ich hab ganz kurz Panik gekriegt, weil ich nicht wusste, ob mein Helm auf ist, aber der ist standardmäßig wohl zu. Und wenn du spawnst, ja. So. Der Container bleibt da wohl. Was die als Rucksack definieren, ist ja auch ein bisschen eigen. Und da kommt er wieder. Das ist ein Dorf aus. Ja, das könnte daran liegen, dass ich das bin. So. Dann bitte. Nicht gesagt übrigens, möchte ich mal nochmal kurz. Ja, nee, war voll. Was wollten wir holen? Silizium. Ja. Immerhin habe ich meinen Rucksack gefunden. Ist ja doch. Ja. Super. Und du warst kurz im Aal. Und ich habe mal eben, im Gegensatz zu Sinde, habe ich jetzt das Aal gesehen. Na, 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 na. Dafür habe ich Blümchen gepflanzt. Nee, 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 nee. Und gepflückt. Na gut. Lass ich gelten. Ich guck einfach nicht hin. Ich räume mein Inventar ganz in Ruhe auf. Ich guck da nicht hin, was der macht. Das ist echt doof, wenn wieder ein so ein ACS fehlt. Wieso fehlt das? Ich schätze mal, die Drohnen haben das gerade runtergeballert. Xa, machst du noch einen weg? Ich hab die eingebaut, die sind alle drei drin. Nein, das war doch, ach so, hast du das umgebaut? Ja, alle drei drin. Guck, siehst du doch hinten, die drei coolen Dinger. Ach so, ja, dann kann das sein, dann ist doch, dann fehlt doch kein. Irgendwie ist. Nee, das ist einfach nur Dummheit. Sehe es einfach ein, wie es ist. Das ist einfach nur dumm. Flieg mal da hoch, da will ich das andere Raumschiff setzen. Also oben aufs Dach wieder. Ja. Danke. Kein Problem. Yo, landen. Juhu. Ich lebe. Wieder. Repariert das Ding. Oh, das, guck mal hier vorne, das hat ganz schön was abgekriegt. Wieso? Was? Wie? Wo? Was hier denn? Ah, da. Ne, ja, da hat. Oh, aha. Oh, Mann, da gebe ich einmal Hippo das Steuer. Ja, dann kriegst du es gleich kaputt zurück. Das hat ein paar Treffer gefressen, nicht schlecht. Ja, dann. Das klang auch nicht gut. Komisch. Ich habe jetzt mal so eine ganz bescheidene Frage. Ja. Und die gefällt mir gar nicht. Aber ich glaube, ich krieg die Antwort selbst. Kann das sein, dass durch mein Sterben das Raumschiff nicht fertig gebaut wurde? Ach nee, da oben steht unter abgeschlossen. Da steht's. Genau. Ah, und dann Objekt erzeugen. Ah, ich dachte, ich hab's im Inventar. Nö. Erzeug es. Erzeuge. Alten Erzeuger. Objekt erzeugen. Okay. Was? Oh. Batsch. Da, Objekt ist erzeugt. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Und der ist jetzt fürs All oder was? Naja, der ist für mich. Nee, keine Ahnung, wie viele Leute gehen da rein. Einer. Ich schätze, wie du daran warst. Achso, wobei. Wenn das ein kleiner ist, dann nicht. Ich könnte noch, vier Sitze außen dran bauen. Das klingt doch nach einem Plan. Toll. Übereinander stapeln. Ja, so, naja. So treppenförmig nach hinten versetzt. Ihr habt gesagt, ich soll ein Tier 1 bauen. Hippo, hierher die Piff-Paff-Ratazong gebaut hier. Die Piff-Paff-Ratazong? Ja, guck. Piff-Paff-Ratazong? Ja, auf meinem. Da hat einer das Raumschiff auch gebaut und der hat das Piff-Paff-Ratazong genannt. Was zur Hölle? Mit Puff-Ratazong. Liegt das so besser als das Sofa? Nein, überhaupt nicht. Das Sofa ist nicht zu schlagen, was das Fliegen betrifft. es fliegt, Sinde. Es ist im Gegensatz zum Sofa fliegt das und es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl, etwas zu fliegen, was nicht bei einer kleinen Mausbewegung sofort in die Luft geht. Aber damit wir. Ich bin ja so froh, dass er das Ding gebaut hat. Damit wir alle fliegen können, habe ich auch noch was gebaut.
Ja, ich könnte da jetzt noch so ein paar Außensitze dran machen. Das sieht dann nur scheiße aus, aber ja, das sind wir ja gewohnt. Genau. Brauchen wir ein paar Außensitze dran. Nee, wenn du auch was hast, dann... Du hast einen Viersitzer oder was? Ich hab einen insgesamt Sechssitzer. Was hat denn der gebaut? Ich will's gar nicht wissen. Shuttle? Ein Shuttle? Shuttle. Und mir sagt er, ich soll so ein Tier 1 Ding bauen. Egal, aber wir müssen ja alle der sieht gut aus. Ja, warte, ich bin noch frei. Wo ist die Tür? Oh. Ah, schön. Gibt's auch eine Treppe? Nein. Gibt hier keine Treppe. Von Radiofarm. Wenn du deinen Jetpack ausstellst, dann kannst du locker reinhüpfen. Will er nicht. Hast du Jetpack ausstellen? Ah, jetzt, nee, doch nicht. Hallo. Aber du solltest da irgendwie noch ein paar Fischchen drunter bauen, das landet ja nicht richtig. Ja, klar landet das richtig. Hast du gerade gehört? Klar, du Glück. Wieso komme ich denn jetzt hier nicht mehr durch die Tür? Was ist denn? Ja, bin ich gewachsen? Du schwebst. Du bist, nee, du bist bei mir 2 Meter in der Luft. Warum denn? Weil du es kannst, keine Ahnung, du Cheater. Oh, ich denk so, hä? Das ist NCC 1701. So ein Shuttle gebaut. Ich. Kommt da gar nicht rein. Das ist doch Star Trek. Aber, Leute, das ist doch nicht euer Ernst hier. Gucke. Gucke und nach. Rein. Hier, listen and repeat. Listen and repeat. Komm da nicht rein. Das ist doch nicht euer Ernst. Ich kann nicht da reinlaufen. Euer Ernst, Sinde kommt nicht rein. Ich stehe schon längst drin. Ach so, ja. Unglaublich. Also ich bin auch drin. Super. Wieso fliegt das Ding denn jetzt? Was stimmt denn jetzt nicht so richtig mit euch? Was denn? Ihr kommt mal wieder runter da. Ich dachte, ihr seid drin. Nein. Ach, Koja. Ich wollte doch nur mal gucken, wie es fliegt. Ich bin doch zu neugierig. Ja. So. Fliegt ja einfach hinterher mit dem anderen Ding hier. Wow. Oh. Ha. Also das fliegt ja aber ähnlich scheiße wie das Sofa, wenn ich das mal so sagen darf. Ja? Fuck. Kannst du nicht fliegen, kannst du nicht. Wir fliegen hinter Fliegen. Bäh. Bin gelandet. Ja. Andersrum, oh, ja. Andersrum. So. Nicht auf meine Blumen. Das andere ist super. Nicht auf meine Blumen. Du kannst meine Blumen blatt. Jetzt setz ab. Das andere Schiff, das fliegt sich super. Aber das hier, der ganze Schiff. Es ist auch schön, rauchen, dass hier alle Schiffe, die hier stehen, einer anderen Fraktion gehören und ich nirgendwo dran komme. Wieso? Der Shuttle ist doch freigegeben. Ach, jetzt soll noch die Tür zu. Jetzt komm ich gar nicht. Ich kann dir meins auch noch freigeben. Moment. Muss auf den Sitz ziehen. Weiß nicht. Ach, guck mal, Sinde. Ja, ich hab einfach. So geht es auch. Ja, eben, ich hab von außen auf den Sitz gezielt. So, ich bin fertig. Helm ist an. Das Helm ist an? Fliegen. Ja, wollen wir. Warte mal. Wir müssen erst mal ganz kurz in den Keller gucken. Ja, da ist noch ein Leichwerkgraben. Warum rennt denn mein Charakter eigentlich nicht mehr? Gibt's da irgendeine Taste? Nein. Kannst die Leiche mitbringen. Können wir entsorgen im All. Okay. Warum rennt denn mein Charakter nicht? Sag mir das mal. Oh. Der schleicht die ganze Zeit nur. Also, gibt's da irgendeine Taste? Vielleicht besser in der Hacke? Nee. So, ach übrigens. Hier steht irgendwas auf dem Fernseher. Ich weiß auch nicht was. Ich guck mal lieber schnell weg. Warum rennst du nicht? Renn, du Idiot. Er rennt nicht. Das ist ein gemütliches Let's Play. Ja, muss auch mal sein. Ja. Dann setz dich in den Shuttle. Lass uns zum Mond fliegen. Ich will jetzt zum Mond. Ich will jetzt was zu essen. Oh. Okay, den Futtergenerator, da sollte glaube ich noch mit drin liegen. Oder Kühlschrank alternativ. Essen wird völlig überbewertet, Koja. Ja, das merkt man bei dir. Dann läufst du wieder wild pochend durch die Gegend. Ich bin wieder in Ohnmacht gefallen. Ich hab Tsunamis dabei. Also hört ihr das Pochen ja dann auch. Das nervt euch dann mehr als mich und dann sagt ihr mir immer Bescheid. Finde ich gut. Das ist, ja. Praktisch. Klingt logisch. Mein Charakter schleicht. Warum schmeißt du hier so rum? Einfach, weil. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich was essen oder so. Ach, gebrochenes Bein. Ich hab gebrochenes Bein.
Befinde den Teller. Das könnte daran liegen, dass dein Charakter nicht rennt, so mit dem gebrochenen Bein. Ja, da war ja was. Wie kriegen das weg? Hier ist doch so ein Heilding. Medizinstation, neben der Tür. Sprich mit der Medizinstation. Genau, ihr seid der Erfahrene. Okay. Ja, auf einmal geht's mir wieder gut. Ja, sowas aber auch. Guck mal. Was passiert? Oh, ich kann wieder rennen. Ja, ich kann nicht rennen, wie könnte das nicht auch? Das gibt's ja gar nicht. Ja, ja gut, ja, dann komm, Bein, dann gehen wir jetzt ins Schuttel und wie kriege ich mich ausgerüstet, dass ich nicht im Weltall erfriere? Ja, ihr müsst erstmal alle diesen EVA-Booster einbauen, falls ihr den habt. Was für ein Ding? Was müssen wir? Es gibt so einen Modifikationsteil für euren Anzug. Das nennt sich EVA-Booster. Das kann man hier im Haus, in der Anzugstation, kann man das einbauen. Aha. Und wo baue ich das? In der ganz normalen... Baust du nicht, kannst du nicht bauen. Achso. Kann man das bauen? Kannst du hier, wo du stehst, Anzugsstation öffnen und genau. Dann müsst, geht nicht. Guck mal, ihr müsstet eigentlich im Inventar müsstet ihr einen EVA-Booster haben, weil den hat man nämlich eigentlich am Anfang an. Ja, hab ich. So, und den bauen wir dann ein da, so. Den baust du dann in deinen Anzug ein und dann frierst du auch nicht mehr so schnell. Und das, warum haben wir das nicht schon, ich bin doch hier schon auch fast, weshalb, immer diese bröckelweise Info, die man dann kriegt, weißt du? Ach, übrigens, ja. Du wärst auch du nicht musst doch auch mal nehmen, irgendwas alleine lernen, man kann dir doch nicht alles sagen. Du fliegst mit mir ins All und lässt mich erfrieren und sagst mir hinterher, hättest du den EVA-Booster eingebaut, dann? Dann wäre alles gut. EVA? Wie heißt das Ding? EVA? EVA. EVA. Wie die JVA nur. Und dann? Hä? So, okay. Dieses Shuttle ist so ein bisschen grenzwertig, finde ich, jetzt so optisch. Ja, so, sobald wir genug von dem Zeug haben, kann ich ihn richtig beschwören. Aber da wir jetzt ja ins Weltall fliegen... Das ist so... Kann ich ein richtiges Schiff bauen? Also, wer sein Schiff schon mal gesehen hat, kann ich ein richtiges Schiff bauen. Hallo? Das Sofa ist ja wohl unübertroffen. Ach, du doch nicht. Ach so. So, Xamals. Ja, aber lass doch Sinde hier gleich erstmal den Pinsel schwingen, dann sieht er doch ein bisschen besser aus. Ich würde sagen, Sinde schwingt jetzt sich erstmal hier wunderbar rein und geht ans Steuer und entführt uns ins All. Sinde kann fliegt? Ich nicht. Ich Sinde kann da gar nicht hin. Ja, ich geh raus. Jetzt kannst du. Nein, kann ich nicht. Ich kann ja gar nicht da rein. Du kommst doch, da rein. Hallo, ich komm doch. Selbst ich komme hier rein, Sinde. Hier, da links nicht ist rein. Doch das Cockpit schon. Ah, da sitzt du doch. Da musst du, kannst du von draußen so, jetzt nochmal F drücken. Nochmal F? So, jetzt bist du drin. Nee, dann bin ich wieder draußen. Bei mir stehst du drin. Nee, ich bin draußen. Ich stehe vor der Tür. Hier links, da ist das Cockpit. Da klickst du jetzt bitte drauf und drückst F links. Nee, das ist falsch, warte. Das war rechts, oder? Das sitzt denn da? Links, so links, da wo Daumen. Du meinst das andere links? Ach, das Ding. Blinkt eine Sinde auf und blinkt wieder weg und blinkt wieder auf und blinkt wieder weg. Siehst du Sinde? Ja, dann kommt mal rein, ihr Trottelchen, und mach die Tür lieber schnell. Ja, tu mal zumachen. Jetzt kommt letzter auch nicht rein. Ich hab keinen Helm auf? Nee, so. Hier, Trottel. Trottel, ja gut, der passt doch. Wo ist Coach? Der ist bestimmt im Weltall, oder? Lass mich raten. Doch. Nee. Coach? Wo bist du? Ich komm, aber ich glaube, ich flieg zwecks gegnerischer Drohnen mal den Begleitflieger hier. Hast du da Muni drin? Okay. Ja. Na gut, da hat er nicht ganz unrecht. Xa, du solltest doch die Tür zumachen. Ich kann nur von außen auf den Sitz springen und sobald ich wieder aufsteige, stehe ich wieder außen an der Tür. Nicht fliegen, bitte. Nee, ich fliege nicht. Bleib mal stehen. Nicht. Okay, gut, dann mache ich jetzt die Tür zu. Wir gehen die Tür zu. Technik draußen. Musst du drücken. Die Tür zu. Hast du? Nee, ja, habe ich, aber ich sitze noch nicht. Jetzt sitze ich. Ist ja gar nicht hell. Alle an Bord? Alle an Bord, ab dafür. Vorsicht, das Ding fliegt sich wie ein Eimer voll Scheiße in der Haarnadel. Nee, das geht. Ja, nee, das geht. Bisschen die Schnauze hoch und dann ab ins Weltall. Das alles übrigens oben, ne? Ja, ja, also hochgucken. Ja, ich weiß, ich will nur nicht wieder abstürzen. Du kannst so ähnlich wie mit einer Rakete, genau. Das ist übrigens auch der Vorteil im All, da kannst du nicht abstürzen. Das sagst du, da sind genug Meteoriten. Nee, gut, das ist auch wahr. Steigen wir noch? Ja, ja, nein, weiß nicht. Ja, doch, aber ich würde an deiner Stelle jetzt, glaube ich, mal S drücken für Gas. W drücken, nicht S. Ja, weh! Weh, Sinde! Sinde, du musst hoch! Richtig, weh! Hoch! Nase hochziehen und hoch! Nicht wieder runter! Nicht wieder runter! Nase runterziehen! Nase runterziehen! Runter? Nee, wir sind doch unten! Wir sind im All! Alles gut! Alles ist alles klar, wir sind im All! Ha, Sinde, schön, oder? Hast du mal V gedrückt? Ja!
Ja, schön. Und wenn du Alt drückst, dann bist du mit der Kamera frei. Guck mal, da links ist der Couch am Rumlecken. Am Rumlecken? Was leckt er denn? Ihr seid am Lecken. Eis, oder wie? Das ist der Planet. Das ist der Planet. Da kommen wir her. Und dahinter muss der Mond sein. Dahinter? Okay. Das Mond. Ja, okay. Dann fliegen wir jetzt einmal außen rum, oder wie? Drück mal. Da ist ein großer Meteorit da oben. Also du bist gleich wieder auf... Geh mal hoch. Drück mal Leertaste. Und du kannst auch mal eben ein bisschen drücken, um uns mal gerade zu machen. Sind wir krumm? Ja. Ja, schon. So? Ziemlich. Und jetzt fliegst du... Jetzt sind wir krumm in die andere Richtung. Aber jetzt machst du los, hebt sich dann gegenseitig auf. Du hast doch V gedrückt, oder? Wo fliegt ihr hin? Zum Mond, zur anderen Seite des... zur dunklen Seite des Mondes. Ich sehe Mond. Ich hab Mond gesehen. Doch, da vor uns. Was? Vor uns ist Mond. Da. Ich hab den... Und das... Ja. Flieg mal dahin. Du guckst die ganze Zeit in Richtung Heck, oder was? Ich guck dein Video, ich seh's eh. Also du kannst es ruhig sagen. Ich hab nach unten geguckt, so ich dachte, der kommt hinterm Planeten zum Vorschein oder so, aber der war über uns. Ich dachte, wir hätten nochmal mehr um den Planeten rumgemusst, dass der dann da irgendwo auftaucht. Dreht die sich auch noch? Ich sehe euch nicht mehr. Ja, ich will auf die helle Seite. Am Mond. Oh, es ist gut, dass das unbewaffnete Schiff als erstes auf dem Mond ist. Ja, nu. Das empfiehlt sich immer wieder. Boah, wie cool ist das denn? Staunen. Ja, es ist voll cool, wie unser Schiff gerade hin und her backt. Bei mir backt gar nichts. Ja, du fliegst es ja auch, die Übertragung hier zu uns. Da ruckelt was. Ja, Backe Kuchen. Ja, der hat schon einen Mikrowarp-Antrieb drin. Da wollte ich gerade sagen, es sind schon Space-Jumps, ja. Ist schon hier... Er übt sich schon. Sehr schön. Das sieht ganz cool aus. Ihr entfernt euch doch vom Mond oder so. Sinde? Nein, Sinde fliegt gerade. Zieh mal die Schnauze so ein bisschen hoch. Das ist runter. Ich weiß. Aber wir sind ja noch gar nicht unten. Ja, aber das geht gleich schneller, als du denkst, fürchte ich. Oh, okay. Also mach ich mal so ein bisschen so, ja? Naja, man kann doch auch mit dem Raumschiff schon ein bisschen mit Graben anfangen. Ja, richtig. Oh, jetzt hab ich Leck. Ich sehe gar nichts mehr. Jetzt habe ich schwarzen Bildschirm. Hä? Wo sind wir jetzt? Jetzt sehe ich wieder was. Ich sehe jetzt nur eine Sonne. In der Tat, ich auch. Was ist jetzt hier kaputt? Dreh euch mal da hinten sehe ich was. Sinde? Ja? Siehst du noch den Mond? Ja. Ja, ihr macht jetzt so ziemlich gleich eine Bruchlandung. Nein. Wir haben Silizium gefunden. Hier, Salatium. Was haben wir gefunden? Silizium. Ich habe gar nichts gefunden. Palumpalum. Hier ist alles schwarz. Oh, jetzt ist der Mond wieder da. Jetzt ist er da. Oh Gott, Sinde hat uns durch ein schwarzes Loch. Vorsicht, Pol! Hab ich gesehen. Ich bin nicht blind. Ja, aber wir waren's kurz. Ach so. Wir sind da. War da nicht unsere Schubdüse? Hier kannst du mal landen. Land mal. Hier sind schöne blaue Kristalle. Hier sind blaue Kristalle. Ja, die können wir mitnehmen. Hier braucht man später für Dings. Passt, wackelt, hat Luft. Oh, hier ist Strahlung, Herr Bach. Ich hänge fest. Ja, aber die hat gleich auch. Lass mich da weg! Kann das mal einer wegfliegen? Na komm, Xavi, wir gehen weiter. Jo. Könnt ihr mal irgendwie das Shuttle nochmal kurz fliegen? Ja, ich hänge fest im Shuttle. Warum macht ihr denn sowas? Dann drück doch nochmal F, da bist du vielleicht wieder drin oder so. Also ich kann hier nur in die Dings. Nee. Bitte lass mal einer das Shuttle fliegen. Hilfe. Ja, warte, ich komm ja. Hilfe! Warte mal. Vielleicht schaff ich's. Geh auf. Der Coach angeschissen. Kacktür. Coach, jetzt fliegt doch nicht der. Hol mich hier raus! Also, kannst du nicht mal schieben? Kannst du jetzt, nicht mal. Oh, jetzt bin ich draußen, danke. Jetzt bin ich auch draußen, ja. Aber ich kann mich nicht bewegen, doch jetzt. Alter! Warum hat denn das so komisch farbene Füße? Das war ich nicht. Wer hat das angepinselt? Nee, das war ich nicht. Ihr habt die Kristalle schon aufgesammelt, lass mich raten. Selbstverständlich. Na super. Das sind da so Idioten. Welche. Weißt du, wir hängen da fest. Ja, wir kommen gleich. Ich bin schon unterwegs. Ich helfe dir. Erstmal. Alter, ey, das sind solche. Ja, hier sind noch zwei. Das war nur ein bisschen Tralala hier. Wie heißt das nochmal? Ja, das ist Tralala. Warpzeug.
Guck dir gerne mal ein bisschen Tralala. Ja, jetzt lass uns mal da links zum Silizium endlich. Wir sind mal zum Silizium endlich. Oh, hier sind oh Coach, jetzt gib mal dieses Ding bitte frei. Das ist die ganze Zeit rot bei mir, das nervt total. Was ist denn das hier? Baue ich die einsammeln? Ganze Kristalle ab? Ne, die sind wahrscheinlich schon eingesammelt. Sind, oh ja, sind noch die Stumpen. Hier bei mir sind Kristalle. Bei mir ist immer eine super Angabe. Ey, du siehst mich doch auf dem Bildschirm. Nein. Ich sehe sehr wohl. Wenn du nah genug bist, sehe ich deinen Namen. Aber wenn du weit weg bist, nicht. Da läuft irgendwas Grünes. Siehst du das Raum. Das ist Xar. Das ist Xar. Ja. Ja. Ah, da hinten ist das Raumschiff, der Shuttle. Ja, unser Shuttle sehe ich. Ja, und der Coach ist da hinten mit seinem anderen Raumschiff, oder? Mehr rechts. Raumschiff. Ja, ich weiß, wo du bist, Coach. Coach, aber du musst dieses Ding jetzt bitte mal freigeben. Das ist immer rot. Warum denn? Ja, weil das rot ist. Ach, das ist Coach-Schiff. Siehst du, deshalb bin ich da nicht hin. Ja, so. Jetzt ist es mir auch jetzt grün. Jetzt ist es okay. Jetzt sehe ich das auch. Ich habe die ganze Zeit gedacht, da ist rot, da gehe ich nicht hin. Ich hab's auch noch gesagt. Ich bin rot im Moment. Aber hier sind Kristalle. Hier kannst du auch was einsammeln. Sehr sensationell. Nee, Kristalle. Ich habe nur die ganze Zeit Strahlung. Mhm. Ah, dann kann. Bauen wir unten eine Dusche hin, dann ist das weg. Okay. Dann duscht das alles runter. Wieso fliegt ihr eigentlich und wir müssen zu Fuß laufen? Hallo? Es sind einfach richtig gute Kumpels, mit denen wir hier unterwegs sind. Ich habe das Ding gerade zweimal bei euch gelandet. Ihr seid nicht eingestiegen. Ihr wolltet ja laufen. Außerdem ist Trottel ganz weg. Wo ist der denn? Ich bin ein bisschen weggefahren. Gefahren? Ja, ich hab meinen Moped dabei. Das hätte ich auch machen sollen. Ich bin doch hier über euch. Ja, das ist super. Ich schmeiß mich weg hier, ey. Deshalb steigen wir ein direkt neben den Kristallen. Oh, hier. Pentaxidlager. Pentaxiderzler. Das sollten wir mitnehmen hier, das Ding. Das ist hilfreich. Nein, ich bin noch. Bist du noch drin? Nein, ist er nicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.